Hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans. Hier ist Basti oder auch Modern Consumer. Schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge von meinem Let's Play. Es ist Part Nummer 94. Wir gehen stramm auf die 100 zu. Ich weiß noch gar nicht, was ich in Part 100 machen könnte. Da müsste man wahrscheinlich schon ein kleines Special machen. So 100 Parts habe ich durchgehalten, habt ihr durchgehalten. Richtig krass, dass es so viele überhaupt schon gibt. Und ja, ich habe jetzt so lange an diesem Park gebaut. Und heute möchte ich mit euch mal in diesen Park reinschauen. Und ja, der Park ist ja schon das ein oder andere Mal in Parktouren auch vorgestellt worden. Unter anderem vor kurzem auch von Seven Sense Community. Link zu der Parktour mache ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung rein. Die haben eine Stunde 20 circa sich diesen Park angeschaut. Ich hatte es auch schon mal erwähnt, dass ihr da reinguckt. Und ich glaube, es haben auch viele sich das angeschaut. Und es gab auch einige Kommentare darunter. Und auch so als anderen Parktouren. Mein Park wurde ja schon öfters vorgestellt. Habe ich mir überlegt, dass wir heute in diesem Video einfach mal kritische Stellen anschauen und ich will einfach mal meinen Park selber grob drüber schauen. Ich habe zwar schon eine Parktour gemacht, aber ich will einfach nochmal über bestimmte Stellen drüber schauen und auch so was dazu sagen, was ich an Feedback von euch und von den Leuten dort unter dem Video bekommen habe, von den Abonnenten von Seven Sense Community. Und ja, es geht mir mal sehr ans Herz, muss ich sagen, weil ich baue an diesem Park ja auch schon einige Jahre und der Park hat eine große Entwicklung genommen, ich habe eine große Entwicklung genommen, also wie gesagt, ich habe ja vorne vor einigen Jahren angefangen, vor 100 Jahren, ich glaube 2017 oder sowas schon. Und da konnte ich noch nicht wirklich was bauen und ich finde, ich habe mich nach hinten raus deutlich gebessert. Man hat immer neue Sachen kennengelernt, man baut einfach vielleicht auch detaillierter oder sowas. Und ja, das sieht man den Park halt auch voll an, dass ich hier vorne angefangen habe und hinten ist es dann doch ganz anders. Und aber die Meinungen sind da sehr verschieden und ich will einfach mal so drüber gehen, was da so los war. Ich will euch auch mal gerade zwei oder drei Kommentare einblenden, die dort auch unter dem Video stehen. Unter anderem von Planet Coaster Freak 6196 und ja, also es wird ja auch oft bemängelt, dass ich viel vom Workshop genutzt habe. Ich stehe auch dazu. Ich habe auch damals gesagt, ich werde das machen, weil ich nicht so gut bauen kann und irgendwie das ergänzen möchte. Und da stehe ich auch zu, da kann man auch zu stehen und ich finde das auch bei allen anderen, die das machen, vollkommen okay. Wenn man das gut in seinen Park rein integriert, finde ich, habe ich da gar kein Problem mit. Im Nachhinein würde ich natürlich jetzt gerne sagen, ach ja, das eine oder andere würde ich jetzt schon gerne lieber selber bauen. Weil vielleicht kriege ich das jetzt auch mittlerweile ganz gut hin. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ja, mein Wikinger-Bereich, das finden die meisten oder finden eigentlich alle dort auch im Video, dass das mein stärkster Bereich ist, wenn man den sich hier so anschaut. Vor allen Dingen dieser Seebereich hier vorne. Und das finde ich auch. Also dieser Look, der hier vorne ist, das ist einfach postkartenmäßig mir gut gelungen, finde ich. Da bin ich auch selber stolz drauf. Aber auch da muss ich sagen, das Schiff hier vorne, ne, das habe ich auch aus dem Workshop mal geholt. Das Gebäude hier auch. Das Schiff würde ich, glaube ich, so lassen. So ein Gebäude könnte man vielleicht mal irgendwann sagen, baue ich mal selber einfach nach, dass ich selber gebaut habe oder so, ne, keine Ahnung. Aber es ist immer mal wieder ein Workshop-Objekt drin, wo ich im Nachhinein denke, ja, das könnte man vielleicht auch mal austauschen. Hier zum Beispiel diese Popcorn-Bude, ja, die habe ich da einfach mal hingemacht damals. Und vor allen Dingen die Main Street, die ist komplett natürlich nicht von mir. Und ja, das ist natürlich so eine Sache. Und ich überlege heute jetzt nochmal ein Video mit euch zusammen, was ich vielleicht auch nochmal neu machen könnte und anders machen könnte. Achso, und dann gab es noch einen Kommentar von... Ich muss mal gerade hier rübergehen. Dann kam noch der Cedric CR210, der dann unter drunter nochmal geschrieben hat, dass er keine Entwicklung bei mir sieht oder sowas. Er hat keine große Entwicklung gesehen und mit der Zeit wurde dann auch viel aus dem Workshop genutzt. Das habe ich von Anfang an, wie gesagt, gemacht. Habe ich auch von Anfang an begründet, warum, wieso, weshalb. Und dazu kommt noch hinzu, dass er eigene Parktouren in einigen Parktouren jedenfalls noch nach meiner Auffassung gefühlt an jeder Achterbahn etwas zu kritisieren hat, zeitgleich in seinem Park, aber dann solche Achterbahnen mit Kanten in Kurven, schlecht Pacing etc. stehen hat. Ja, solche Kommentare kann ich einfach mal nicht verstehen, weil wer meine Videos jedenfalls schaut, ich sag's doch selber immer, ich weiß selber, ich kann vieles nicht besser bauen, aber ich kann ja trotzdem meine Meinung zu einer Achterbahn abgeben. Genauso wie er eine Meinung zu meinem YouTube-Kanal abgibt und selber gar keinen hat, wahrscheinlich. Habe ich jetzt nicht drauf geklickt, ehrlich gesagt. Und dann könnte man dann das Spielchen immer so weiterspielen. Ja, du darfst mich nicht kritisieren, weil du das selber nicht besser kannst und dich darf keiner kritisieren, weil du... Ne, und so weiter und so fort.
Ja, also ich finde, ich kann schon meine Meinung zu was abgeben und kann sagen, ob mir das gefällt oder nicht. Das ist ja meine persönliche Meinung, genauso wie es seine Meinung ist, dass ihm das nicht gefällt, was ich hier mache. Ist vollkommen okay. Also wir haben eine öffentliche, wie heißt das, Meinungsfreiheit und dann kann man das ja sagen. Ich muss mit seiner Kritik jetzt genauso umgehen, aber wie gesagt, das Thema mit dem Workshop, ja, habe ich damals begründet, ist halt so. Und ich würde auch gerne meine Achterbahn noch verbessern. Manchmal habe ich dann einfach irgendwann aufgehört und gesagt, komm, so passt das für mich, so ist es okay für mich. Natürlich könnte man dann noch viel mehr machen, aber irgendwann habe ich dann halt einfach aufgehört, dann noch weiterzumachen, damit ich dann den nächsten Bereich oder die nächste Sache anfangen kann. Ja, und dann gab es noch einen Kommentar von der Evelyn, von der ich ja jetzt auch zwei Parks vorgestellt habe. Und auch die und auch die der Kevin und so weiter von dem anderen Kanal fanden meinen Baustellenbereich am schwächsten von allen. Ich könnte mir gut, also ich habe das Gefühl, also genau habe ich es nicht rausgehört, glaube ich, dass es hauptsächlich an der Achterbahn liegt, weil die halt total bescheuert, unrealistisch und irgendwie komisch ist. Dazu komme ich aber gleich auch noch. Ich finde aber allgemein, bin ich sehr zufrieden mit meiner Construction World. Das wurde ja auch nicht komplett schlecht geredet, finde ich. So Einzelheiten, aber ja, gut, das ist natürlich auch eine Meinung, die jeder für sich haben kann. Die Achterbahn finde ich auch, die ist halt wirklich, ja, die ist halt nicht optimal. So ein Dive Coaster würde man sowieso nie bauen. Und was war noch? Also da habe ich damals noch drauf geachtet. Damals war ich noch auf diesem Hype, dass ich gesagt habe, komm, ich versuche, dass die Achterbahn alles grün hat. Und ich weiß gar nicht, ob es das jetzt noch hat, aber ich habe das so gemacht, dass sie alle Werte grün hat. Ja, siehst du, die war vorher ja auch noch mal ein bisschen anders. Und ja. Und darauf achte ich mittlerweile gar nicht mehr auf diese Bewertung, weil mir ist eigentlich mittlerweile wichtig, dass mir die Achterbahn gut vorkommt, spaßig vorkommt und alles. Und das gleiche Thema hatte ich hier bei der Bahn ja auch in Trümheim. Die habe ich auch versucht auf grün zu machen. Ich weiß gar nicht, was die jetzt mittlerweile hat. Alles grün, ja. Hätte ich auf die Werte nicht geachtet, wäre die Achterbahn auch ganz anders wahrscheinlich geworden. Und ja, ich gehe jetzt nochmal gerade von vorne nach hinten durch so an, und will euch einfach mal Stellen zeigen, die so kritisiert wurden, verständlicherweise finde ich auch, und ja, wo ich vielleicht auch nochmal was machen würde. Es hat ja schon angefangen mit dem Eingang, dass der halt sehr einfach und klassisch gehalten ist. C'est la vie, so ist es, ich habe es damals so gebaut und ich bin auch nicht zufrieden damit, dass ich hier, das hier so habe, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch ändern kann. Und selber keinen Parkplatz hier vorne habe und so ein Eingangsbereich wäre, glaube ich, schon ganz cool, wenn man das noch irgendwie machen würde. Aber ansonsten, ich will auf jeden Fall den Eingangsbereich eigentlich so lassen. Vielleicht könnte man hier gucken, dass man das nicht so dass es nicht so eintönig aussieht. Aber ansonsten, das gehört einfach auf jeden Fall zu meinem Park, finde ich, dazu, dass der so aussieht. Und ja, ich finde, das sieht ja auch nicht schlecht aus. Für mein Empfinden ist es nicht schlecht. Wenn es andere schlecht finden, ist es okay. Aber ich bin zufrieden damit. Und ja, ich weiß, es gibt ja auch viele, die können das viel besser bauen und alles. Also gar kein Problem. Beim Teacup, wenn ich das hier so vorne gesehen habe, ist auch sehr eintönig hier gebaut. Hier habe ich auch nicht wirklich die Sachen gedreht. Hier sieht sehr eintönig aus. Hier könnte man vielleicht auch nochmal was oben drüber bauen. Ne? So, ne? Was es ja auch oft gibt, dass das so ein bisschen, ja, ein bisschen abwechslungsreicher aussieht da an der Stelle. Und auch das Ding hier, das gucken sich alle immer an und denken sich so, ja, MC, ach so, Modern Consumer und so. Und ja, warum stehen da diese, warum habe ich da diese Figuren platziert? Ich weiß es selber nicht mehr. Keine Ahnung. Das ist halt echt, ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie gehört es dazu. Andererseits finde ich es auch nicht so schön, ehrlich gesagt. Aber irgendwie ist das auch ein Teil von meinem Park. Die Gebäude hier finde ich okay, die sind halt kein extremes Highlight oder sowas. Ganz relativ einfach, nee, ganz, ganz einfach gebaut. Und dann kommt halt die Main Street. Und ich finde eigentlich ziemlich cool, dass das hier so über die Main Street fährt, hier die Bahn. Wobei die Bahn halt auch sehr viel Kritik immer bekommt, weil halt auch dreimal mal nach oben gezogen wird. Wobei ich das hier hinten gar nicht anders machen konnte. Und guck mal, wenn man überlegt, warum gibt es hier drei Lifte? Weil ich ja einmal hier hinten lang fahre. Ich fahre hier hinten komplett hier rüber, komme hier wieder an. Den ganzen Weg, das ist schon eine extrem lange Strecke. Und dafür fährt man halt bei dem Lift gar nicht so hoch. Deswegen sind da halt drei Lifts entstanden. Ich sage jetzt einfach mal Lifts. Und ja, wenn wir schon mal bei der Main Street sind. Ich habe es hier ja nicht selber gebaut. Und ich bin halt auch, das ist mir immer so richtig unangenehm, wenn ich das bei Parktouren sehe. Weil ich wirklich selber, wenn ich eine Parktour mache, würde ich das auch kritisieren. Wenn man hier in so eine Warteschlange reinsieht. Von hier sehr unscheinbar der Eingang, okay.
Die Ratte sieht nicht aus wie eine Ratte. Deswegen sage ich immer, Leute, ich kann gar nicht so gut bauen. Aber vielleicht besser als das Mittel aller Leute. Macht man so. Aber ja, und dann kommt man hier rein und sieht hier, dass das so aussieht. Das kann ich komplett verstehen, dass man da abgeturnt ist, wenn man das sieht. Dann hier drin ist wieder so ein bisschen thematisiert. Das soll einfach nur so ein bisschen Stadtleben darstellen. Klar ist das hier kein Eingang zu einer U-Bahn, aber einfach so, als wenn man hier wieder in so einem neuen Stadtbereich ist, hatte ich mir das so gedacht damals. Ganz leer ist es hier immerhin nicht. Das Dach könnte man vielleicht, obwohl das, nee, finde ich eigentlich okay soweit. Das hat so ein bisschen, ich finde, das hat auf jeden Fall ein bisschen was. Aber ja, ich kann jegliche Kritik verstehen, vor allem den Wartebereich. Und wenn man sich die Bahnführung da anschaut, es ist teilweise sehr wild, wie die Bahn fährt. Ihr könnt es ja gerne nochmal euch dann in meiner Parktour angucken, wie die Bahnfahrten sind. Ich werde jetzt nicht da überall nochmal einsteigen und mitfahren, sonst ist das ja hier auch wieder eine Parktour. Aber ja, wie gesagt, auch die Bahnführung. Vielleicht sollte ich mir echt mal die Mod auch drauf machen, dass ich so Bahnen besser smoothen kann. Und ja, es ist mir leider aktuell im Nachhinein ein bisschen unangenehm, dass ich das hier komplett eine riesengroße Main Street habe, die ich gar nicht selber gebaut habe. Das ist mir wirklich unangenehm, aber es ist einfach so entstanden damals, weil ich damals noch gar nichts konnte. Ja, das hier ist, glaube ich, ganz okay soweit. Hier, wenn ich das wieder so sehe, boah, diese Kinderbahn. Allein der Weg gefällt mir auch schon gar nicht. Das sind einfach Wege, die ich hier hingebaut habe, damit das dahin passt. Hier könnte man komplett, und das wurde auch gesagt, auch hier komplett die Schiene, hier ist gar nichts. Hier ist einfach die Schiene hingebaut von dem Weg, von der Bahn. Und so ein bisschen Gebüsche und Thematisierung, hier ist eigentlich nicht viel los. Das könnte man auch komplett einhausen in irgendwas. Vielleicht mache ich das auch mal in so einem extra Video, wo ich dann mal mich wieder um so alte Sachen kümmere, die ich noch verbessere. Weil ich finde auch, dass es hier sehr nackig ist. Hier ist kein Gerüst außen drumherum. Und ganz schlimm finde ich auch den Weg hier ehrlich gesagt raus. Den habe ich einfach darüber gefriemelt. Keine Ahnung warum, ich habe es einfach gemacht. Ansonsten hier, das hier vorne sieht ganz gut aus. Das ist hier alles sehr gleich alles, wie immer wieder. Und dann wurde auch gesagt, glaube ich, dass das hier so kahl aussieht. Ja. Ja, ne? Also, man kann an allen Ecken und Enden noch was verbessern. Und das ist, wie gesagt, waren das hier meine Anfänge. Dieses Tor hier habe ich aus dem Workshop. Ich habe diese Jurassic-Sachen aus dem Workshop, weil ich einfach den Bereich mit was befüllen wollte, was zum Thema passt. Und ja, das finde ich auch, ist auch vollkommen, sowas finde ich halt okay, meiner Meinung nach. Ja, die Shops habe ich dann geholt und auch das Ding hier habe ich da geholt. Ja, den hätte ich mir vielleicht sparen können, ne? Aber es sieht halt irgendwie cool aus, finde ich. Und ja, auch diese Gebäude habe ich ja halt immerhin im Style dann auch angepasst. Hier bin ich ganz zufrieden mit der Wasserbahn, wie der Eingangsbereich ist und dass das so kombiniert ist mit dem anderen Eingangsgebäude von der Achterbahn. Was mir nie selber gut gefallen hat, ist, dass es hier hinten so einen Notweg gibt, wo man dann von hier quasi auf die andere Seite rüberkommen kann. Ich musste einfach Verbindungswege machen, weil sonst kommen die Leute hier hinten nicht hin. Ne, so können sie hier halt durchgehen. Und ja, dann sind wir auch schon im Jurassic Park Bereich. Die Bahn kam ganz gut bei weg bei Seven Sense Community. Bis auf diese ganze Wegführung hier vorne. Das ist halt wirklich da reingefriemelt. Und wenn man sich mal diese alten Videos von damals anguckt, wo ich das gebaut habe, da wollte ich halt eine Bahn bauen, die um den Weg rumgeht und sowas. Da habe ich noch nie dran gedacht, hier irgendwas dran zu friemeln. Ich glaube, das würde auch im Nachhinein jetzt sehr schwer werden, das noch zu verschönern, sage ich mal, dass der Weg hier ordentlich ist. Hier ein Gerüst, hier irgendwas dran machen. Ja, könnte man vielleicht noch ein bisschen was machen, aber das ist, glaube ich, eine sehr aufwendige Geschichte. Mich stört halt immer zum Beispiel, dass hier kein Stützpfeiler ist, der das Ding hier festhält. Hier ist, guck mal, das Ding ist komplett nackig, komplett hier ist kein Stützpfeiler. Sowas stört mich zum Beispiel tierisch. Und ja, was mir übrigens bei der Wasserbahn auch nicht gefällt selber ist, dass die hier so hoch den Berg geht. Ich wollte das ja, das war auch ein Vorschlag von euch, macht da noch eine andere Bahn mit rein. Und das ist hier extrem reingefriemelt. Unrealistisch, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Und ja, ganz einfach gemacht. Auch bei der Wasserbahn hier, dieser Innenbereich. Ah, naja. Also wenn ich das so heute angucke, ist mir das eher unangenehm, sage ich ganz ehrlich. Wie es hier aussieht. Ich hätte hier mal Wasser reinmachen können. Oder sieht man hier? Ist hier Wasser? Ne, hier ist gar kein Wasser. Hier könnte man quasi nochmal ein Becken reinmachen. Das ist ja auch geklaut. Und mittlerweile könnte man auch mal mehr hier von diesen Timern reinmachen, dass das Ding, das Nacht wird, wenn man da reingeht.
Also Sachen kann man verbessern. Und auch das Ende der Achterbahn kam auch nicht so gut an. Aber hier habe ich auch ewig gefriemelt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte ja eigentlich auch eine Station machen, dass man hier keinen Blockbetrieb hat. Tja, naja. Ja, es ist halt eine alte Bahn, die damals gebaut wurde von mir. Und hier ist halt nicht viel los drin. Das ist aber bei vielen Stationsgebäuden bei mir, wo ich im Nachhinein denke, warum habe ich denn im Stationsgebäude gar nichts mehr gemacht? Kommen wir gleich noch dazu. Oh, ja, also, da ist... Ja, ich habe auch die Zäune, die sind auch aus dem Workshop, ne? Also, pff, ja, aber ich finde es okay. Also das fand ich zum Beispiel okay, die jetzt selber nachzubauen. Ja, es ist ja Geschmackssache. Jeder kann das seinen eigenen Ansprüchen und seinem eigenen Talent anpassen, finde ich. Der Platz kam auch ganz gut an, wie das hier aussieht. So auch wieder klassisch, ne? Sowas mit Natur, das kriege ich eigentlich ganz gut hin. Aber hier wurde noch gesagt, einen Zaun vielleicht drum machen, damit das hier nicht so offen ist. Ja, das kann man machen. Ja, das war hier alles, glaube ich, okay soweit. Hier ist schon mal der Übergang zu Trümheim. Dann haben wir noch die, ja, war hier irgendwas im Gebäude? Hier habe ich nichts reingemacht irgendwie. Ja, hier sollte man, glaube ich, ein Mitarbeitergebäude rein, Mitarbeiterraum rein. Aber ansonsten ist das doch, finde ich, eigentlich ganz gut soweit geworden, die Ecke hier hinten. Das ist alles, wie gesagt, auch am Anfang hier entstanden. Das hatte ich ja dann mal irgendwann in einem Livestream hier noch verschönert, verbessert. Und ja, die ganze Bahn ist, guck mal, hier ist auch offen dann irgendwie. Naja, obwohl, ist okay. Ja, ich finde, das ist okay. Aber die Bahn an sich, da ist von der Thematisierung, ja, sehr komisch, ne? Sehr, sehr komisch. Da kann man einiges machen, wenn man das nochmal wollte. Ja, ich habe das einfach irgendwie ausgefüllt. Vielleicht sollte man es hier dunkel machen und einfach mit Belichtung, mit Licht ein bisschen was machen. Dann sieht das doch schon während der Fahrt tausendmal besser aus, als wenn man durch diese kahlen Gegenden da fährt. Ja. Oder das Ding hier kann eigentlich auch weg, ganz ehrlich. Das ist einfach nur bescheuert. Das wollte ich damals, ich mach's jetzt weg, in diesem Augenblick. Das kommt auf jeden Fall schon mal raus da. Ja. Und auch eine ewig lange Bahn. Naja, also, ne, da kam auch einiges an Kritik bei rum. Dann kam nochmal Kritik zu meinem Trümheim. Allein schon, dass das so uralt ist, natürlich. Und eigentlich immer noch nicht hundertprozentig fertig ist. Und dann die ganz große Frage. Was ist das für ein Gebiet? Trümheim, Odin, irgendwas Nordisch-mäßiges. Und dann habe ich da hinten noch einen Wikingerbereich. Oder sieht das hier aus wie ein Westernbereich? Also es ist nicht so ganz klar, was es ist, aber es ist halt Trümheim. Es ist eine Fantasy-Stadt, die ich da gebaut habe. Die Farbgebung der Bahn, ja, die könnte man tatsächlich auch mal anpassen. Die war auch kritisiert worden, unter anderem. Ja, auch die Wege hier hinten, die sind... Oh, es ist mir so unangenehm, Leute. Ich rede mich heute das ganze Video eigentlich schlecht. Im Grunde genommen habe ich schön viel gebaut und eng bebaut, was ich immer gerne sehe bei anderen. Aber wenn man ins Detail guckt, ne, so auf den ersten Blick, voll cool. Guckst du ins Detail, ja, okay. Ne, guckt man hier mal so rein. Also diese Warteschlangen, ne, wie gesagt, die sind halt echt nicht besonders geworden. Und dann guckst du hier so ins Gebäude rein und denkst dir so, ja, ist ja auch ein bisschen leer, ne? Oder kommst hier ist nichts gemacht, ne? Es ist einfach nur, ja, unfertig gefühlt. Da sehe ich halt auch noch so Potenzial. Von der Fahrt an sich war es ja, glaube ich, okay soweit. Ist die ja auch ganz gut. Die ist halt sehr lang geworden und hinten raus wird sie so ein bisschen lahm. Ab hier hinten, da passiert halt nicht mehr viel. Da kann man sich dann so langsam beruhigen. Ja, also ich sehe ja, ne, wie ihr merkt, so an einigen kleinen Stellen auf jeden Fall Verbesserungsbedarf. Dann hier hinten diese ganze Ecke, die ist nicht fertig. Ne? Der Bereich hier, komplett der Übergang, der muss noch gemacht werden. Dazu gehört auch für mich die Wegführung hier von Trümheim raus. Also da muss noch auf jeden Fall was gemacht werden. Und ja, dann hatte Evelyn, ich hatte den Kommentar ja eingeblendet am Anfang, Evelyn hat ja auch noch geschrieben, dass ihr der Gruselbereich überhaupt nicht gefällt. Meine Gebäude hier, dass die so jahrmarktmäßig aussehen. Aber, ja, ich war sehr zufrieden damit. Jetzt fange ich gleich an zu weinen. Ja, naja, keine Ahnung, ich war zufrieden damit. Ich bin nun
mittlerweile nicht zufrieden mit dem Weg hier hoch, warum wir das geschlängelt hatten. Warum machen wir nicht einfach einen Weg hier hin und dann eine Treppe hier runter zu der Bahn da oben. Da oben kommt ja eine Bahn hin, das ist ja alles noch gar nicht mal ansatzweise fertig. Und Ziel sollte sein, dass es dieses Halloween mal fertig wird. Oh Mann, ey, es ist, man darf diese ganzen Zeiten nicht sehen. Halloween, da habe ich angefangen damit. Eieieiei. Ja, jetzt kommen wir zum großen Punkt nochmal, die Baustelle. Von vielen geliebt, von den meisten gehasst, wahrscheinlich. Vor allen Dingen halt die Bahn durch diesen Lift hier, kommt das extrem negativ rüber. Wie viel Liftabschnitte haben wir hier drin? Eins, so der erste hier hoch. Dann fährt man, wo fährt er denn eigentlich nochmal lang? Hier hinten so rum, hier lang. Dann haben wir den zweiten Lift. So, jetzt mache ich mal die Kamera an. Drei, vier, habe ich jetzt richtig gezählt? Vier Lift. Bin ich jetzt doof? Eins, zwei, drei, vier. Und dann kommt man aber auch an. Ja, dass das Ding nicht realistisch ist, war mir klar. Aber ich fand es halt auch cool aus. Wenn man sich das so auf dem Bild anguckt, sieht das schon sehr cool aus. Wenn man so als Vorschaubild diese Bahn sieht, denkt man so, wow, was ist das denn? Muss ich mal angucken, ne? Aber ich habe irgendwie durch die Kritik und durch meinen Gedanken, den ich schon immer habe über diese Bahn, dass ich die auch nicht optimal finde. Das ist ja kein richtiger Dive Coaster. Ne? Habe ich auch gedacht, und das wurde so vorgeschlagen, dass ich auch lieber vielleicht auf einen anderen Achterbahntyp hier umsteigen kann, wo man hier quasi senkrecht hier hochfährt und dann hier rein oder irgendein steiler Lift und dann geht das Ding hier durch den ganzen Bereich wie die Luzi. Es ist halt sehr hoch, vielleicht muss man mal eine Etage runternehmen, wobei dann der Kran wieder so extrem hoch wirkt. Also ich sehe auf jeden Fall Lust, das Ding umzubauen, hier eine andere Achterbahn reinzubauen. Schreibt mir mal bitte eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr das seht und welcher Achterbahntyp müsste ich dann noch gucken. Also nee, will ich jetzt gar nicht gucken, aber das würde ich dann auf jeden Fall mal gucken. Da könnte was anderes rein und dann wäre das mal ein bisschen realistischer auch. Diesen Dive Coaster, der macht hier so keinen Sinn. Leider. Ist tatsächlich so. Ja, dann kommen wir hier rüber. Ich denke mal, das hier passt soweit alles. Dann wurde hier nochmal gesagt, ja, warum habe ich eigentlich keine Schilder? Ich hatte hier mal angefangen, ich wollte hier mal Schilder reinmachen und da müssen eigentlich auch noch Schilder rein in den Park mit Wegbeschreibungen. Ja, muss ich mal machen noch. Dann der Formel-1-Bereich ist ganz okay gebaut, ne? Das hat sie hier, Evelyn hat ja geschrieben auch, dass das ja soweit, was war das, kein Meisterwerk, oder was war das, Formel 1 habe ich nicht Bezug, daher wird schon stimmen, ist aber auch kein Meisterwerk. Ja, ist auch kein Meisterwerk, aber ist schon was anderes, als andere das machen, finde ich. Und ja, hier ist auch, ne, die Autos sind natürlich aus dem Workshop. Die Achterbahnen hier gefallen sehr gut, bis auf, ja, da kommen wir zu meinen Mängeln beim Bau. Dass das hier nicht rund ist, dass hier Knicke drin sind, die muss auf jeden Fall nochmal angepasst werden, so ein bisschen. Und auch das Gebäude da drin, ne? Also hier hatte ich mal rein, als ich hier reingeguckt habe, fand ich, wobei, obwohl, nee, das kann man eigentlich auch so lassen. Hab ich das bei beiden so offen gelassen? Doch, nee, das kann man so lassen. Alles gut. Ja, oder hier hinten war es noch der Eingang hier, das hier ist noch, das hier sieht noch nach nichts aus hier, die Ecke. Irgendwie muss hier noch was hin. Ja. Ja, das ist okay soweit. Solide, ne? Glaube ich. Ich glaube, hier war auch gesagt worden, ne? Wenn man das von oben anguckt, da habe ich nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich habe nur während der Fahrt immer geguckt, wie es so passt und hat gepasst. Für mich, für meine Ansprüche. Jeder hat ja, wie gesagt, andere Ansprüche. Aber, ne, auf jeden Fall gebe ich recht, da kann man was optimieren. Das kann hier schön rund alles werden. Dann ist das alles toppi. Tippitoppi. Der Turm ist auch noch nicht, ja, weiß ich auch nicht, wie ich das, weil ich habe so viele Free-For-Teuer. Ich habe jetzt eins, zwei, drei. Ne, im Gefängnisbereich ist ja auch einer. Also ihr seht, es ist echt noch einiges an Bedarf da. Hier hatte ich immer so Sachen stehen, die ich noch vielleicht verwenden wollte. Was habe ich, was ist hier für eine Mauer? Die kann weg. Ich weiß nicht, die habe ich hier aus Versehen hinkopiert oder sowas, weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade Angst. Objekte sind das 10? Sind die hier alle dran? Ja, okay, dann kann das Ding gelöscht werden. Das ist hier irgendwie hingekommen. Ich hatte hier noch Sachen stehen beim letzten Stand, falls ihr meinen Park mal angeschaut habt. Jetzt steht hier die Bahn. Da habe ich mal einfach mal. Ich wollte mal kurz was gucken, ob ich hier einen Matterhornblitz wie im Europapark bauen könnte. Das wäre dann quasi der Achterbahntyp.
Für mich theoretisch, aber war einfach nur mal hingestellt, das reiße ich jetzt auch wieder ab, das Ding. Hier soll ja der Alpinbereich hinkommen, deswegen ist hier ja auch alles noch nicht so ganz fertig. Ne? Hier hinten kommt komplett, ab dem Zaun muss ja hier noch alles gemacht werden, hier hinten rum. Ne? So, dann kommen wir zum Wikingerbereich. Kritik, Kritik, Kritik. Wo war die Kritik? Ja, wegen dem Gebäude da. Dann, ich finde hier selber, dass das hier noch nicht so ganz schön ist. Hier ist kein Geländer dran. Das könnte man auch noch machen. Ne? Das ist noch ein bisschen leer hier. Und die Bahn an sich ist ganz gut geworden. Bis zu dem Lift hier. Und es ist ja auch wirklich kein einfacher Achterbahntyp. Und theoretisch, vielleicht müsste man da mal gucken, dass man den hier hinten irgendwie umbaut. Weil das ist einfach der Lift hier hinten. Ist eigentlich so unnütz und man fährt nur noch mit viel zu hohem Tempo dann in die Station rein. Da könnte man doch vielleicht noch einen Move mehr mit reinmachen, damit die Achterbahn ein bisschen mehr Daseinsberechtigung hat und man auch ein bisschen Achterbahn-Feeling hat. Außer, dass man hier hinten einmal so rup, rup und reinfährt. Wobei Poseidon da auch nicht so viel mehr zu bieten hat. Das außer so ein rup, rup und dann ins Wasser, finde ich. Ja, also hier hinten, das ist auch für mich auch noch nicht fertig hier, diese Bereich hier. Ne? Das ist hier einfach nur mit Bäumen vollgehackt worden. Aber vielleicht machen wir die Bahn hier noch ein bisschen hier rein, den Lift ein bisschen höher oder sowas und kommen dann anders hier in den... Ja, aber das ist halt hier super eng. Super eng ist das. Viele Möglichkeiten gibt es da gar nicht. Das war nämlich immer mein Problem, glaube ich. Ja, dass ich das Ding da reingebaut habe. Und ich muss auch allgemein, jetzt hat er hier gerade den Speicherpunkt, ich muss auch allgemein noch die Holzachterbahn überarbeiten, weil ich auch mit der Achterbahn, wie sie fährt, nicht ganz zufrieden bin. Es hakt gerade extrem. Jetzt sind wir wieder da. Ich bin da nicht ganz zufrieden. Erstens weiß ich gar nicht mehr, warum ich diesen Achterbahntyp reingemacht habe. Ich hatte eigentlich diesen anderen da drin. Und ich finde auch, ich fahre jetzt mal hier, der Anfang ist okay. Aber ich finde, hinten raus fährt die viel zu zügig und unangenehm durch diese Kurven dadurch. Wie gesagt, das finde ich noch alles gut. Man merkt auch ganz leichte Schwankungen da drin. Aber ab hier wird es nicht so, wie ich das gerne hätte, wenn ich da mitfahren wollen würde. Guck mal, die Kurvenneigung passt gar nicht richtig. Wir sind sehr, sehr schnell, haben jetzt einen extremen Speed drauf und kommen jetzt mit vollem Karacho hier in die Bremse rein. Würde ich bei anderen auch bemängeln, genauso wie die Station hier. Das ist ja noch gar nichts. Was ist denn hier los? So habe ich das gelassen. Da muss noch was gemacht werden, Leute. Da sehe ich uns noch was bauen. Auf jeden Fall. 2019 angefangen, 2023. Könnte man das mal abschließen irgendwann? Das ist ganz klar. Auch hier hinten, die Schiffsschaukel, die ist ja auch noch nicht fertig. Es ist ja hier auch, das ist ja einfach nur erstmal hingeklatscht und ein bisschen was dran gemacht. Aber fertig ist das Ding auch noch nicht. Ich finde das aber sehr cool mit dem Segel hier dran, oder? Das hat doch was, dass man dann denkt, dass es so ein Wikinger-Schiff hier ist. Finde ich sehr cool. Vielleicht machen wir hier mal eine andere Farbe ran als rot, dass wir nicht hier überall rot haben. Dann machen wir hier schwarz ran. Oder schlag mir eine Farbe vor. Welche würde da hinpassen? Und Farbe vom Schiff vielleicht mal anders. Man könnte doch viel machen. Lokis Rache. Ne, auch das hier hinten, das ist ja einfach nur ein bisschen kahl. Das ist der Übergang. Wobei der Eingang ja jetzt hier gemacht ist eigentlich. Aber was soll ich hier groß hinmachen? Hier müsste vielleicht ein bisschen Beton hin und nicht Rasen. Das passt nicht so ganz jetzt hier vor. Vielleicht, keine Ahnung. Ja. Was war hier bemängelt worden? Dass allgemein sehr leer ist. Aber ich... Was soll ich da noch reinstellen? Was soll ich hier reinmachen, dass es nicht so leer ist? Was erwartet man in einem Gefängnis, dass es nicht leer ist? Also, ich habe ja hier schon... Guck mal, wenn man hier schon reinguckt, ist ja nicht ganz so wenig los jetzt. Ne? Hier ist ja ein bisschen was da. Aber da bin ich dann schlecht. Bin ich schlecht am Bauen? Keine Ahnung. Ihr müsst mich aufbauen, Leute. Ich fange gleich an zu weinen. Ja, es ist negativ, ja. Es ist eine sehr negative Folge. Aber ich bin hier eigentlich soweit fertig. Ich wollte ja nur noch hier grob diese Bahn anbinden. Das Ding ist ja sehr gelobt worden, dass das hier gut hinpasst und alles. Was ich ganz vergessen habe zu bedenken, als ich die Parktour dann gesehen habe, dass wir hier ja in dem Bereich unter der Bahn sind. Hier wurde auch vorgeschlagen, die Drehung eigentlich andersrum zu machen. Aber das hatte ich damals auch schon das Thema. Machst du so rum, dann. Nee, machst du so rum, machst du so rum. Ich habe es jetzt so rumgelassen und war damit zufrieden. Ja, hier müsste ich nochmal was anpassen, damit das nicht so hoch zu sehen ist. Ui! Ich glaube, ich muss diese sogar ein bisschen tiefer machen, wenn ich die Decke hier runter machen würde. Ja. Also,
Das muss man natürlich auch beachten, wenn man hier am Bauen ist. Und hier muss ich auch noch anpassen, dass die ganze Bahn im Dunkeln fährt. Die muss komplett nachts fahren. Irgendwie fährt die hier noch am Tag und später geht dann erst auf Nacht. Aber ja, allgemein sehr wenig los hier. Aber ich finde, was erwartet man jetzt hier groß drin? Also ich weiß nicht, wenn ihr Vorschläge habt, ich sage ja immer, schreibt's rein in die Kommentare. Aber ich finde, das Ding hier ist voller Achterbahn halt, ne? Man sieht hier eine komplette Achterbahn, die noch besser gesmoothed werden muss, auf jeden Fall. Mit dem Mod, ich werde das mit dem Kevin vielleicht mal zusammen machen, wenn er sich die Zeit nimmt. Das wäre natürlich cool. Der Kevin ist da der Profi drin. Der ist Smooth Criminal Profi. Ja, wichtig ist halt, dass halt weitergebaut wird und auch die Achterbahn noch optimiert wird, hier das letzte Stück. Das wäre vielleicht mal wieder so ein Livestream-Ding und ich glaube, ich will nicht mehr ganz so viel, wenn ich jetzt eine Achterbahn smoothe, wie ich das in den letzten Parts gemacht hatte, will ich euch nicht zu sehr mit Smoothen belasten in so einem Video, dass ihr die ganze Zeit seht, wie die Achterbahn angeglichen wird, so minimal. Ich glaube, das ist nicht so optimal, wenn wir das so machen. Ja, das ist mein Park. Ihr habt jetzt quasi eine grobe Parktour bekommen, Übersicht. Und ihr seht, da ist noch einiges zu machen. Und ich überlege echt halt, diese Achterbahn als Highlight nochmal neu zu machen, weil sie ist halt wirklich nicht so gut. Ihr könnt sie gerne in der Parktour nochmal mitfahren. Da bin ich ja alle Bahnen mal gefahren. Timestamps sind drin. Ich wollte heute jetzt einfach nur mal mir selber einen Überblick verschaffen, auf das Feedback so ein bisschen eingehen, was da so gekommen ist. Und ich bin, wie ich gesagt habe am Anfang und wie ich schon immer gesagt habe, ich bin nicht der beste Bauer. Ich versuche das Maximum aus meinem Können, meiner Kreativität rauszuholen. Und ich finde, mir ist schon ein guter Park gelungen. Ich würde mir in der Parktour auf jeden Fall angucken, wenn ich so einen Park vorgeschlagen bekomme, weil halt wirklich viel drin ist, viel zu sehen ist. Und ganz so schlecht, finde ich, ist es nicht gebaut. Es ist nicht das höchste Niveau. Es gibt viele, die meisten Parks, die ich in meinen Parktouren gezeigt habe, sind besser gebaut als meiner auf jeden Fall. Aber ich finde, ich habe halt coole Ideen halt drin. Die Baustelle ist schon eine Special-Idee und hat irgendwie was. Also für mich, ich finde das Thema ganz cool, weil das so keiner hat, weil ein Piratenthema hat jeder dritte Parkgefühl drin. Und und mein Formel 1 Bereich, vor allem die Achterbahn, finde ich halt auch cool. Ich bin da sehr zufrieden mit. Ja, ich bin mal sehr über eure Gedanken gespannt, was ihr so schreibt und was ihr von den Punkten so haltet, die ich jetzt mal so reingescreenshottet habe. Im nächsten Part soll es dann auch wieder mit Bauen weitergehen und mal gucken, was jetzt bei euren Kommentaren da rauskommt, wo ich dann Lust drauf habe, dass wir da dann auch weitermachen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und ihr könnt ja gerne mal nochmal in die Parktour von den Jungs reingucken und seid bitte lieb und fair und nett zueinander, dann sind wir es ist alles gut soweit, ich habe keine Probleme damit, Feedback und Kritik zu bekommen, auf gar keinen Fall, ich habe ja immer gesagt, ich brauche Kritik und Feedback von euch, um besser zu werden und wenn man mir nur schreibt, mach doch mal schöner da, mach doch mal, ja, das sieht leer aus, dann kann ich nicht viel mit anfangen, vielleicht noch einen Tipp dazu. Vielleicht hast du noch eine coole Idee, wenn du was hast. Ja, doch, das ist okay, wenn man schreibt. Das sieht mir zu leer aus. Aber am besten ist natürlich noch mit einem Tipp und Hinweis, was man vielleicht noch machen kann. Dann kann ich das am ehesten umsetzen, weil sonst meine Birne ist auch irgendwann leer mit Ideen. Insofern, ja. Ich weiß nicht, das kam jetzt, glaube ich, der Part war jetzt vielleicht ein bisschen negativ heute, ne, wie ich ja gesagt habe. Und vielleicht heißt der auch irgendwas Negatives. Ich weiß gar nicht, wie ich das betiteln werde. Aber ich danke euch trotzdem, wenn ihr meine Parktour, ne, und vor allen Dingen dieses Let's Play von Anfang bis hierhin geschaut habt und eigentlich bis jetzt auch zufrieden wart mit mir, so wie ich selber, dann freue ich mich und bedanke euch auf jeden Fall, dass ihr mich so lange schon verfolgt und so lange dabei seid und dass ihr überhaupt, falls ihr später reingekommen seid, auch mitschaut und noch miterlebt, was hier so passiert in diesem uralten Park, der sich schon ewig weiterentwickelt und irgendwann halt nicht weitergebaut werden kann, weil das meine Ressourcen hier am Ende sind und ja, die Motivation vielleicht auch nicht da ist, aber ihr seht ja auch, ich war jetzt zur Zeit doch nicht mehr so motiviert zu bauen, deswegen hat es wieder gedauert mit einem neuen Part. Und auch heute habe ich nicht weitergebaut. Naja, okay, also ich danke euch fürs Zuschauen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da und ich versuche jetzt auch immer so ein bisschen
YouTube-Shorts aus meinen Videos rauszuziehen und mal gucken, ob das gut ankommt bei euch. Ich bin mal gespannt, wie das Feedback da so in Zukunft ist. Dann kommt vielleicht auch aus diesem Video ein kleines Short-Video raus. Mal gucken, mal schauen. Ja, danke fürs Zuschauen. Like gerne das Video und vor allen Dingen kommentiert das Video. Das würde mich sehr freuen. Ich lese mir alle Kommentare durch und ihr kriegt alle ein Herz, wenn ich den Kommentar gelesen habe. Und dann sage ich, sehen wir uns bald wieder hoffentlich. Bis dahin, macht's gut. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer.